Moin, moin, meine Freunde des Zockens. Heute wieder ein kleiner Guide. Wir befinden uns dafür in Stratholm. Wir gehen durch den Seiteneingang rein. Solltet ihr den Schlüssel noch nicht haben, solltet ihr vielleicht Schmied und/oder Schurke dafür sein. Oder jemanden haben, der euch es aufmacht. Den Schlüssel kriegen wir ganz einfach. Wir gehen dann natürlich durch den Vordereingang rein und. Einen Moment bitte. Gehen natürlich durch den Vordereingang rein und hier vorne steht dann auch der Magistrat, den wir dafür dann töten müssen, um den Schlüssel zu kriegen. Da seht ihr schon, da haut er ab, den müssen wir töten, um den Schlüssel dann zu kriegen. Weshalb wir aber hier drinnen sind, ist es wegen was komplett anderem. Ich zeige es euch einmal, dafür muss ich einmal ganz kurz Atlasloot finden. Wir befinden uns in hier im Atlasloot in Stratholm jetzt und hier haben wir einmal den Rare Herzsinger Forresten und der kann die Piccolo des Flammenfeuers fallen lassen. Darum geht es auch, einmal diesen Kerl zu finden und ihn auch zu töten. Ihr könnt natürlich auch den ganzen Trash hier mitnehmen, die können ganz hin und wieder mal echt schöne Items fallen lassen. So. Vor allem solltet ihr vielleicht, wenn ihr sogar Zwerg seid, solltet ihr definitiv für Schatzsuche anmachen, weil aus den Kisten hier kann echt guter Stuff fallen gelassen werden, wie der beispielsweise der Mimidon Signet, den ich schon für 500 Gold verscheppert habe. Na, so. Wir gucken natürlich einmal, wo wir hier den guten Harrison, da haben wir den doch schon, wenn man Draht vom Teufel redet. Ja, der kann halt hier überall auf der Undead Side bzw. Living Side stehen. Um diesen guten Herrn handelt es sich. 57 plus Rare Elite. Den töten wir jetzt einfach einmal und gucken mal, ob er das Spielzeug dabei hat oder nicht. Er ist ein Range. Ja, dementsprechend müssen wir natürlich auch einmal gucken. Er wird dementsprechend auch als Boss gezählt. Er hat es leider nicht dabei, aber dadurch, dass es eine NHC Dungeon ist, könnt ihr insgesamt fünfmal pro Stunde hier rein. Solltet ihr wirklich nur ihn farmen wollen, dann macht das, aber ihr könnt hier aber auch ein zweites Spielzeug sehr gut drinne farmen und das zeige ich euch ein anderes Mal. Na? Ich muss natürlich auch ein bisschen gucken, dass ich hier auch meine Videos bringen. Ne? Ich hoffe, ihr seid da mir nicht allzu böse drum, aber dazu werde ich natürlich auch nochmal ein separates Video bringen. Wie gesagt, den Kerl hier vorne, Herzsinger Forresten, bringt die Flöte. Ihr könnt das so oft und so lange farmen, wie ihr Lust und Laune habt, solange euch der Dungeon Lockout nicht nervt. Ja, dann vielen, vielen Dank, macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö.